Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Samstagsvideo. Letzte Woche habt ihr schon gesehen, wie man mit dem Diabolo anfängt. Und heute zeige ich euch den ersten, einfachsten und wichtigsten Trick überhaupt. Also, wenn ihr das Video von letzter Woche noch nicht gesehen habt, werde ich es euch links oben verlinken. Und wenn ihr das dann könnt, dann fangt ihr einfach mal an, wie ihr es gelernt habt. Und dann gibt ein bisschen Speed und dann, um noch besser Speed geben zu können, braucht ihr eine Schleife. Wie macht man jetzt eine Schleife rein? Also, wenn ihr rechts immer seid, dreht sich das Diabolo ja gegen den Uhrzeigersinn, wenn ihr mit der rechten Hand Speed gebt. Und wenn ihr links immer seid, genau andersrum. Wenn ihr jetzt also rechts immer seid, macht ihr auch mit der rechten Hand eine Schleife rein. Und andersrum genauso, also als Linkshänder mit der linken Hand. Und wie macht man das, die Schleife? Man nimmt den rechten Stab und bewegt ihn einmal gegen den Uhrzeigersinn um das Diabolo hinten herum. Das heißt, so. Und dann hat man hier eine Schleife drin und kann somit besser Speed geben. Und wenn man dann irgendwelche Tricks macht, oder bevor man irgendwelche Tricks macht oder das Ganze hochwirft, muss man die Schleife wieder rausmachen. Das heißt, in die andere Richtung, also so. Ich zeige es jetzt nochmal von nah. Ihr macht die Schleife rein und wieder raus. Das war es auch schon wieder vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Ganzen eine positive Bewertung. Und dann sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.